Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 19 unseres Let's Plays Staffel 2 Kaias Leben im Schäferwagen. Und ihr seht, der Clark ist hier. Die sind ja in der letzten Folge ein Liebespaar geworden und hatten auch den Part beendet oder die Folge beendet mit einem Techtelmechtel, damit der Kaya wieder ein bisschen besser geht. In der heutigen Folge wollte ich eigentlich nochmal die Geschwister besuchen, denn wir hatten da ja die zur Universität geschickt, beziehungsweise sie eingeschrieben, aber noch nicht angemeldet. Da müssen wir mal gucken, ob also angemeldet schon, aber die Bestätigung haben wir noch nicht bekommen. Da müssen wir mal gucken, was da so los ist. Ja, und dann schauen wir mal, wie das mit Clark und Kaya weitergeht. Ach so, und sie wollte ein Umstyling haben, das heißt, sie wird mal shoppen gehen, denn das erste Outfit, das gefällt mir nicht mehr. Aber das gucken wir uns gleich an nach dem Intro. Viel Spaß wünsche ich euch. So, ich habe jetzt schon mal kurz auf Play gedrückt, aber nur ganz kurz. Sie möchte mit Clark plaudern und er denkt an sie, das sieht doch gar schon ganz gut aus. Ich lasse es mal laufen. Und sie hat hier enge Bindung. Es ist ein großartiges Gefühl, Zeit mit jemandem zu verbringen. Brogy, Und erstes Jagdelove, Techtelmechtel, Schub, erinnerungswürdig Glücksgefühl. Sie sieht alles positiv und klarer Verstand. Es ist ja so erfrischend, einen klaren Kopf zu haben. Kaya ist bereit, ihr Bestes zu geben. Das heißt, die kann dann auch wieder auf die Arbeit gehen. Wir haben praktisch unseren Burnout überstanden. Es ist Sonntag. Ich guck mal ganz kurz, ob sie hier überhaupt arbeiten muss. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja einen Urlaubstag genommen, genau. Und sie braucht noch Fähigkeiten. Blumenbindefähigkeit 4 und Gartenfähigkeit Level 7. Ansonsten wird das nichts. Wir gucken mal in den Kalender. Ja, da hatte ich schon gesagt, in 2 Tagen hat sie Geburtstag. Dann schauen wir mal nach unseren Pflanzen hier. Oh ja, da muss er einiges tun. Ach so, wir hatten Sommeranfang. Das heißt, es sind einige Pflanzen hier nicht mehr da. Die sind nicht in der Saison. Sie soll den Bereich jäten und soll gleich mal alle gießen. Und dann muss er aber hier drüben das Ganze auch noch machen. Auch hier alle jäten und gießen nicht. Aber sie kann den weiterentwickeln. Sehr schön. Die Bananenpflanze. Kann sie hier was machen? Nein. Nee, das war der Baum der Emotionen, den wir weiterentwickelt haben. Kochbanane noch nicht. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Okay, er ist gegangen. Das macht aber auch nichts. Und Kaya kümmert sich hier um ihren Garten. Das ist schön. Wie viel Geld haben wir? 1622 Simoleons. Und ich gucke mal bei unserem Strom nach. Jawohl, wir haben Wasser und wir haben Strom, also alles perfekt. Lampen müssen wir allerdings hier in die Räume noch reinmachen, weil ansonsten wird das Ganze nichts. Wir werden dann auch schauen, dass ich zumindest wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, weil jetzt wird das, glaube ich, noch nichts Wirkliches, dass wir das Bad ein bisschen kleiner machen. Da haben wir dann noch einen Raum da drüben. Ja, und dann Böden und Tapete zumindest an die Wände bringen. Und natürlich fahren wir wieder in die Stadt. Ach so, und was wollte ich noch gucken, ob wir Erdbeeren haben. Rosen, das waren die Blumen. Karotte, Spinat und Zwiebel. Und das waren die Pilze. Pilz der Finsternis, lieblicher Pilz. Aber richtige Pilze hat sie nicht, oder doch? Ich schaue mal schnell nach. Schokobeeren, Brombeeren und Blaubeeren, Salbei, Petersilie und Basilikum. Und das waren unsere gekreuzten Pflanzen. Und das war die Paradiesvogelpflanze. Das heißt, Erdbeeren haben wir noch nicht. Ja, genau, die sind neu. Bonsai-Knospe, aber das ist ein Bonsai-Strauch. Das heißt, die brauchen wir nicht. Paradiesvogelblume haben wir. Erdbeere, wo tun wir die hin mit rein? Brombeer, Schokobeere und Blaubeere. Ja, da kann die
mit rein. Und Pilze hatten wir auch noch nicht. Da haben wir hier bei den anderen Pilzen noch Platz. Super, das andere müsste eigentlich funktionieren. Und dann haben wir hier unsere Kuhpflanzenbeere. Und unsere Kuhpflanze, die müssen wir ja... Wer bist du? Jonas Müller, was willst du hier? Mit denen lassen wir nicht rein. Aber da haben wir ein Bestreben. Und zwar, wir brauchen 10 ausgezeichnete Pflanzen und wir brauchen eine Kuhpflanze. Ich glaube, die werden wir gleich mal noch mit einpflanzen. Oh, ich gebe ihr mal die Aufträge, dass sie das macht. Pflanz mal bitte da ein. Pflanzen. Und da noch die Erdbeeren. Nein, nicht essen, pflanzen. Und wo tun wir unsere Kuhpflanze hin? Vielleicht hier ziemlich vorne mit hin? Nicht, dass die jemanden anfrisst. Quentin ruft an. Hey Kaya, Hanna Sigurd hat mich zu einem Date eingeladen. Freilich, sag zu, du kannst ja nicht ewig alleine bleiben. Wir sind ja jetzt erledigt, wir zwei. Und dann soll sie die auch bitte noch einpflanzen und dann werden wir zum Markt reisen und wenn wir unsere Sachen verkauft haben, gucken wir mal nach unserer Familie. Muss sie die eigentlich noch gießen? Das macht sie natürlich auch noch. Muss sie die auch noch gießen? Ja. Schauen wir mal, ob sie es mitmacht. Dieser Herr ist wieder gegangen. Das ist gut so. So, super. Dann können wir jetzt verreisen und unser Zeug verkaufen. So, das sind wir. Mal schauen, ob er heute gewillt ist zu handeln. Oder ob er sich wieder störrisch anstellt. Wobei, das letzte Mal war es ja so komisch. Da hat er ja gesagt nein und dann hat er es uns doch gegeben. Charisma-Fähigkeit 4. Jawohl, diesmal ist er gewillt. Dann verkaufen wir wieder unseren ganzen Krempel. Wir sind ja jetzt schon hier Stammgast. So, das war's. 735 Simoleons, aber immerhin. Sehr gut. Und dann reisen wir mal zu unseren Schwestern. Da werde ich dann aber auf den anderen Haushalt umstellen. So, wir sind angekommen. Frag mal nach ihrem Tag. Begrüße sie. Ja, sag hallo. Liebevoll umarmen hier auch nochmal. Und hier kannst du mal einen familiären Kuss geben. Und die umarmen sich auch. So, dann gehe ich aber jetzt mal in den Weltenverwalten-Modus und habe jetzt mal auf den Haushalt von den Schwestern umgestellt. So, ups, da ist gar nichts drin. Post holen. Die haben keine Post erhalten. Warum nicht? Komisch. Also da ist nichts passiert. Wie gesagt, da muss ich nochmal einräumen gehen. Das habe ich vergessen. Bin ganz schön eine Rabensims-Mutter. Aber okay, dann reisen wir wieder heim. Aber da schalte ich jetzt wieder auf die Kaya um. Ich habe aber hier bei Haushalte verwalten gesehen, dass die noch auf gespielt gesetzt waren, die drei. Und die habe ich jetzt aber auf ungespielt gesetzt. Da geht es wahrscheinlich von sich aus weiter, dass die ihre Sachen machen, wie sie brauchen. So, ich habe jetzt wieder umgeschalten und wir kommen hier jetzt leider nicht weiter. Was ist hier? Mit Familie ehrenamtlich Tätigkeiten. Was? Mit Clark Schluss machen? Kaya hat keine Gefühle mehr für Clark. Und auch wenn es hart ist, Kaya weiß, dass sie miteinander reden müssen, um getrennte Wege zu gehen. Spinnst denn du? Was ist mit dir los? Da müssen wir doch direkt mal gucken, was da... Gefühle von Kaya gegenüber Clark verknallt. Und er ist auch verliebt. Ja, werden wir mal schauen, wie das bei denen weitergeht. Das wäre ja ein Ding. Jetzt haben wir den Quentin weggeschickt zu der anderen. Na, nun bin ich mal gespannt. So, dann fahren wir wieder nach Hause. Das ist ja komisch. Wer bist denn du? Bist du ein Fuchs? Sieht fast so aus, oder? So, naja, gut, da werden wir mal schauen, was da mit dem Clark sich weiterentwickelt. Sie ist jedenfalls glücklich. Wir haben 2651 Simoleons. Ich warte aber mal. Ich glaube, Montag kommen immer die Rechnungen, dass wir da noch Geld haben. Sprich mal mit der Pflanze hier, um die Gartenarbeit noch ein bisschen zu entwickeln. Ich glaube, da hängen Kochbananen dran. Die kannst du doch ernten, oder? Alles ernten? Das haben wir auch noch nicht geerntet. Na, sag mal. Ja, vielleicht schaffen wir wenigstens die Gartenarbeit hoch.
Denn mit diesen ausgezeichneten Pflanzenentwicklern, da hat es aber einige auch nicht gezählt irgendwie. Ah ja. Ach so, weil die noch nicht ausgezeichnet waren. Die haben wir zwar entwickelt, aber die waren noch nicht ausgezeichnet. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen noch mal... Ups, Kali ruft an, um zu plaudern. Willst du rangehen? Ja klar, plauder mit deiner Mama. Die ist jetzt zur Seniorin geworden, so wie es aussah. So, hier haben wir unsere Paradiesvogelpflanze und hier haben wir unsere gekreuzten Pflanzen. Können wir eine Paradiesvogelpflanze vielleicht kreuzen bzw. veredeln mit einem Löwenmäulchen? Das bringt auch Gartenarbeit. Sie will das immer noch machen. Gemein sich trennen, die sind doch noch gar nicht wirklich zusammen. So, das hat sie veredelt, dann erforsche mal die. Und weißt du was, diese Paradiesvogelpflanze kannst du auch mal noch erforschen. So, und geht ganz schön langsam hoch. Hm? Werden den geschnitten? Kannst du den Bonsai noch untersuchen? Ach so, und wir brauchen ja auch noch, glaube ich, brauchen wir für die Arbeit, oder? Blumenbindefähigkeit 4. Wer bist du? Max Fall, wenn du schon hier bist. Hallo, grüß dich. Was machst du hier oben? Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Was wollt denn ihr hier oben? Der Geburtstag von Kaya naht. Ja, das wissen wir. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob sie jetzt... Ja, Montag muss sie auf Arbeit und dann hat sie aber zwei Tage frei. Also an ihrem Geburtstag hat sie frei. Ja, das soll so Montag mal auf Arbeit gehen. Was hat sie denn in Blumenbindefähigkeit? Oh, das könnte man auch noch schaffen. Dann hat sie 3. Ah, naja, nee, das wird knapp. Da brauchst du 4 und hat erst 3. Geht der wieder oder der bloß zur Tür? Na gut, dann war es nicht so wichtig, was du von uns wolltest. Dann würde ich sagen, wenn sie das gemacht hat, soll sie erstmal auf Toilette gehen, damit es ihr dann nicht wieder so schlecht geht. Und kannst du dir Reste nehmen. Und wenn du das getan hast, bist du sicherlich noch bereit, ein Arrangement anzufertigen. Jetzt gucke ich mal nach. Jetzt haben wir natürlich alles verkauft. Supi, wir sind auch so eine richtigen grandiosen. Naja, also dann müssen wir was bezahlen. Das macht jetzt aber auch nichts. Nehmen wir mal die Glockenblumen. Und wenn sie die Glockenblumen gemacht hat, kann sie noch die Gänseblümchen machen. Genau. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was das für ein Bild war, was wir ihm geschickt haben. Das war nämlich eins von unseren Sträußen, die wir angefertigt haben. Qualität schlecht. Qualität schlecht. Das ist schon verwelkt. Die müssen wir verkaufen. Wir müssen mal gucken, ob wir die kann man, glaube ich, haltbar machen mit irgendwelchen Zeug ab einer bestimmten Fähigkeit. Da muss ich direkt mal schauen, wenn die fertig sind, ob wir das machen können. So, sie ist jetzt, ist gerade fertig und, oh, guck mal, wie schön das ausschaut da hinten, der Wasserfall. Und wird jetzt ihr Blumenarrangement noch anfertigen. Beeil dich mal ein bisschen, Karl. Ja, sonst haben wir wieder mitten, naja, wir haben es sowieso mitten in der Nacht. Plättrige Ruhe. Pause. Okay, das ist sehr beruhigend, wenn sie sich den Bonsai-Busch anschaut. Aber es sieht schön aus in ihrem Gartenhäuschen. Was hast du denn da noch drüber gestreut? Sie hat Levelaufstieg 3. Sehr schön. Wir kommen also ein Stück vorwärts. Das hat sie damals zum Geburtstag symbolisch für das Haus, also für den Schäferwagen, für das Grundstück kommen von ihrer Oma. Wieso denkst du an Babywindeln? Magst du ein Baby? Aber du willst dich gerade von Clark trennen. Ich weiß nicht, was du da möchtest. Hat sie da reingenießt? Das geht ganz schön langsam hoch. Ich habe jetzt das zweite Mal weggenommen, damit wir dann schlafen gehen können, weil sonst wird das nichts. So, sie ist fertig. Was kann sie denn hier jetzt machen? Verkaufen, Vase hinzufügen? Okay, das geht erst viel später. Dann auf Plopsi anbieten. Und jetzt gucken wir mal, wie ist denn da die Qualität? Normal. Ja, ihr dürft nicht so lange warten, bis ihr das Zeug kauft. Was war das? Hochzeit? Stopp, da war doch irgendwas mit heiraten. Hochzeitsmeldung. Eva Völle und Dominik Harris haben geheiratet und sie ist schwanger. Ja, das gibt's ja nicht. Kaum habe ich die auf ungespielt gesetzt, geht's schon los. So, aber ich schicke die Kaya jetzt ins Bett und ich hole euch dann wieder, wenn sie ausgeschlafen ist. Kaya muss auf Arbeit. Ich habe gerade ausgewählt, dass sie auf Arbeit geht. Unser Häschen ist wieder da und es regnet leider.
Aber es ist warm und wir haben einen leichten Regen. Oh, guck da mal, unsere Kuhpflanze wird. Mal gucken, ob ich die näher ranbringen kann. Da, eine kleine Baby-Kuhpflanze. Cool. Wahrscheinlich zählt es erst, wenn die ausgewachsen ist, oder? So, also wenn sie hier fertig ist, muss sie auf jeden Fall erstmal duschen. Schnell duschen. Und dann kann sie mal hier aufräumen. Wie gesagt, mit dem Renovieren, wir haben zwar Geld, werde ich erst noch warten, weil montags kommen ja immer die Rechnungen. So, und wir ernten mal noch alles. Level 7 der Gartenfähigkeit hat sie auch immer noch nicht. Okay, schafft sie nicht mehr. Sie geht erst auf die Arbeit. Kann ich mal den Teller wegräumen? Okay, dann lassen wir sie zur Arbeit gehen. Der Geburtstag vom Chef, das hatten wir ja schon mal und sie bastelt wieder ein Geschenk. Der hat aber oft Geburtstag, der Kerl. Leistungsverbesserung wieder mittelgroß. So, wie ich gesagt habe, unsere Rechnungen sind gekommen, oder? Jawohl, genau. Die müssen wir dann erst bezahlen. Und Clark ist reingekommen, den hatten wir ja auch den Wohnungsschlüssel gegeben. Und der, ach, der schneidet immer unseren Bonsai. Naja, gut, okay, wenn dem das Spaß macht. Kaya ist von der Arbeit gekommen, hat 294 Simoleons verdient und einen Urlaubstag bekommen. Dann wird sie jetzt gleich mal hier alles ernten. Unser typisches Vorgehen, was wir jeden Tag brauchen. Sie möchte gießen, es regnet aber. Und dann wird sie nochmal in die Stadt fahren und das Zeug verkaufen, weil das ist ja wichtig, dass wir das alles haben. Wenn unser Clark noch da ist, der ist gegangen, der ist immer nur da, wenn wir Levelaufstieg, jetzt hat sie Level 7 der Gartenfähigkeit erreicht. Sehr gut. Der ist immer nur da, wenn wir nicht da sind, aber vielleicht können wir mit ihm dann uns nochmal unterhalten, denn diese Überlegung, mit ihm nicht mehr zusammen sein zu wollen, ist weg und ich gucke nochmal nach, ob sie noch verliebt ist in ihn. Ja, verknallt, es geht aber so langsam weg. Und bei ihm geht es auch weg. Da müssen wir dann mal gucken. Im Moment ist es noch so. Und das wird immer weniger. Aber sie haben immer noch tiefe Verbundenheit. Sehr komisch. Und Seelenverwandte sind sie auch. Du bist ein komisches Spiel, weißt du das? So, Kaya ist wieder zurück. Sie hat den Garten abgeerntet und alles gemacht und hat 258 Simoleons bekommen für ihre Pflanzen. Die Blumen haben wir diesmal nicht verkauft und hat eben gerade den Clark angerufen, dass er vorbeikommt. Ruf ihn mal herbei und wir machen das jetzt mal. Wir reden mal mit ihm über die Hochzeit. Mal sehen, was er sagt. Felix Völl fragt, lass uns das Feuerwerk auf dem Schräge Humor Festival. Guck nochmal, lass uns das Feuerwerk auf dem Schräge Humor und krasse Späße Festival anschauen. Schaut mal da im Hintergrund, die küssen sich. Ist natürlich auch schön, wollen wir das machen? Klar, wir bringen ein paar Freunde mit. Sie sagt jetzt, hey, ich wollte zwar eigentlich das Haus ein bisschen renovieren und dich fragen, ob du mir hilfst. Aber mein Bruder ruft gerade an, ob wir zu diesem Fest gehen. Dann verschieben wir das andere auf morgen. Was hältst du davon? Ja, klar, komm, lass uns dahin gehen. Also, Clark geht mit. So, ich habe natürlich gehofft, dass wir hier vielleicht ein paar Pflanzen noch mit abstauben können. Ich weiß nicht, ob es hier da welche gibt. Da drüben ist das Festival und die rennen alle los. Und er unterhält sich mit ihr, na, das ist doch schön. Genau, freundet euch mal an. Und ihr zwei, auch er kommt gleich auf sie zu und spricht mit ihr, wie schön. Aber jetzt, wir reden noch mal über die Hochzeit. Was hat er da eigentlich gesagt? Oh, das will er nicht. Was für ein Denkanstoß. Kaya scheint das Gespräch mit Clark genossen zu haben, besonders als die beiden ernstere, nachdenkliche Themen angeschnitten haben. Tiefgründige Gedanken, mag ja klar. Aber was er jetzt von der Hochzeit gehalten hat, hat er nichts gesagt, oder? Nee. Auf jeden Fall haben wir Minusherzen gekriegt. Aber wir könnten trotzdem ihn mal küssen, knuddeln. Und dann sollten wir zu diesem Festival gehen. Ich guck mal, ob es hier Pflanzen gibt. Nein, das sieht nicht so aus. Quentin ruft schon wieder an. Ja, Quentin, was ist denn mit dir? Du wirst es nicht glauben, aber Hannah ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt,
Na schön. So. Also Pflanzen haben die jetzt hier nicht, glaube ich. Okay, das macht aber nichts. Aber wir sollen ein Feuerwerk zünden. Das gehört Kaya nicht. Ja, wie soll sie das dann machen? Kaufe an einem Stand ein Feuerwerk und entzünde es. Okay, wo gibt's Feuerwerk, Lieben? Hier gibt's nur Essen. Gibt's hier Feuerwerk bei dir? Hallo? Nein, hier kann man nur Essen bestellen. Ist das ein Stand? Nee, das ist die Toilette. Hä, an welchem Stand sollen wir denn bitte schön Feuerwerk kaufen? Ah, hier, oder? Festival-Souvenir kaufen? Mal gucken, ob wir da ein Feuerwerk... Weil einen anderen Stand haben die doch gar nicht, oder? Da gibt es nur was zu essen hier. Und dann tun wir uns zusammen den Witzbolden anschließen. Vielleicht gewinnen wir ja was. So, genau. Komm, dann nehmen wir mal das mittlere. Mal schauen, ob das funktioniert. So, und jetzt wollen sie hier zusammen sich diesen Witzbolden anschließen. Machst du nicht mit? Kaya hat sich den Witzbolden angeschlossen. Führe schelmische Aktionen aus. Können wir uns mal hier ihr gleich mal lustig vorstellen? Oh Gott, was macht der da? Schelmisch soll man sein. Gemein. Unfug wahrscheinlich, oder? Überzeugen, dass Tee giftig ist. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Die Witzbolde liegen mit 3 in Führung. Führe weiter in der Aktion für dein Team aus, um Punkte zu sammeln. Ja, das ist ja super. Stell dich hier nochmal lustig vor. Und dann mach... Okay, also er ist jetzt gegangen, dieser Typi. Da ging nichts mehr. Also sie macht jetzt hier mit ihrer Gruppe gemeinsam. Machen wir doch nochmal ein schönes Bild. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die gewinnen werden. Ach so, haben wir das jetzt im Inventar, unser Feuerwerk? Ja. Das Ganze mal in der Welt platzieren und anzünden. Wo gehst du dazu hin? Oh, klein neben Tisch, du bist ja wahnsinnig. Okay, aber sie hat's erreicht. Sehr schön. Neue Familiendynamik, Spaßvögel. Na, von mir aus, wenn es so sein soll. Wow, das geht ja noch weiter. Um Gottes Willen bin ich jetzt erschrocken. Aber jetzt scheint es alle zu sein, oder? Oh, die gucken alle. So, jetzt bin ich mal gespannt, wann das zu Ende ist. Die Witzbolde und die Spaßvögel liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh, das war die Tina, oder? Jawohl, das ist die Tina, die rockt hier richtig ab. Tina, du gehörst zu die Fischköppe. Oh, okay. Wow. Die hat's drauf, die Tina. Okay, aber jetzt wieder zu unserer Kaya. Kaya, was machst du da? Du unterhältst dich. Kannst du hier auch noch mal Unfug machen? Erkennungslied der Witzbolde singen. Oh, die haben sich geküsst. Habt ihr das gesehen? Er ist zu ihr hingegangen und hat sie geküsst. Und sie hat Herzchen. Und sie kann ihn nicht leiden. Ach Gott, war das süß. Voll umarmen. Ach du, mein Liebo. Ich mag dich so sehr. Jetzt ist Feuerwerk übrigens. Können wir uns vielleicht nochmal küssen beim Feuerwerk? Hallo, wo willst du hin? Er geht. Aber er hat sie zum Abschied nochmal geküsst. Und sie steht jetzt hier und betrachtet das Feuerwerk.
Ja, das war's dann schon. Jetzt gucke ich noch mal schnell, ob wir hier was gefunden haben. Sie hat Level 2 der Schelmfähigkeit, aber wer jetzt gewonnen hat, wissen wir nicht, ne? Doch, die Witzbolde haben gewonnen. Jeder Witzbold erhält die folgenden Preise: eine Voodoo-Puppe, Feuerwerk und 500 Simoleons. Hey, das ist ja cool, da Feuerwerk, Feuerwerk und eine Voodoo-Puppe. Die sind, glaube ich, richtig viel wert. Oh, da können wir ganz viel verkaufen. Das war ja ein erfolgreicher Tag. Aber ihr Lieben, wir reisen jetzt wieder heim. So, wir sind wieder da. Sie muss noch was essen, Blase, und dann muss sie auch auf jeden Fall ins Bett gehen. Da soll sie erstmal auf Toilette gehen. Dann soll sie sich noch mal Reste nehmen. Und dann kann sie schlafen gehen. Und ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Die Kaya geht, macht sich jetzt noch fertig fürs Bett. Und wir sehen uns dann, so hoffe ich doch, am nächsten Freitag wieder. Hier in Sims am nächsten Morgen. Ja, bei uns ist es Dienstag. Und da hat sie noch nicht Geburtstag, oder? Doch, da hat sie Geburtstag. Das heißt also, in der nächsten Folge werden wir Geburtstag feiern. Das Essen ist schlecht, das ist natürlich ein bisschen blöd. Kannst du noch schnell was kochen? Tu mal das verdorbene Essen raus und schau mal, dass du was kochen kannst. Ah ja, jetzt wird's hier viel, viel mehr, was sie essen, kochen kann. Wir nehmen mal erstmal eine Familiengröße, weil so viel sind wir ja noch nicht im Haushalt. Ja, also wir haben jetzt eine kleine Planänderung. Sie wird jetzt auf jeden Fall noch was kochen. Dann wird sie, nachdem sie gegessen hat, schlafen gehen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann am Freitag wieder. So hoffe ich doch, dass ihr wieder einschaltet. Das wäre super. Und ich würde mich darüber richtig doll freuen. Und da werden wir dann den Geburtstag von unserer Kaya feiern. Da werden wir mal eine richtig große Geburtstagsparty steigen lassen. Was haltet ihr davon? Ich freue mich schon auf nächsten Freitag. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, tschüss und ciao.